Hi Lieben, herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von Subnautica. Ich bin ehrlicherweise noch dabei, mich zu erholen von der letzten Ausgabe, denn, was ist denn hier los? Hallo? Fischi? Der Glubscher will Kontakt. Kann er haben. Hallo? Komm her. Naja gut, egal. Auf jeden Fall... war das eine bemerkenswerte Folge, denn ich hatte Kontakt. Und ich bin schon ein bisschen baff. Das hat mich schon alles irgendwie ganz schön viel Energie gekostet. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles machen wollte und was nicht. Auf jeden Fall war das alles sehr interessant. Ich wollte tatsächlich ein Live-Pod finden. Aber muss zugeben, es lief eher suboptimal. Gekocht, verfault, Nährstoffblock. Ja, auf jeden Fall muss ich mal wieder was essen. Das habe ich schon gesehen. Ohne Essen wird das nichts. Ich könnte mir auch ehrlicherweise noch mal so ein, zwei Spinte bauen, weil ich brauche ein bisschen mehr Platz, um mich hier weiterhin austoben zu können. Ja, also es war eine spannende Episode. Ich habe irgend so eine riesen Bestie da unten entdeckt. Oder beziehungsweise besser gesagt, sie mich. Das war ein Stück weit spannend, aber andererseits hätte ich auch auf dieses Erlebnis durchaus verzichten können. Und ja, insgesamt bemerkenswert. Wow, ja. Ich weiß nicht, ich hatte ja diesen Zyklopen entdeckt. Oh, mir fehlt Titan. Ich hatte ja den Zyklopen entdeckt. Die Bauteile dafür. Ich bin jetzt bloß nicht sicher, ob ich den schon bauen kann. Denn irgendwie habe ich den Eindruck, dass mir noch was fehlt. Ich hatte gedacht, dass da noch mehr nötig ist dafür. Moment, ich kann da mal kurz reingucken. Hier. Was habe ich denn alles Neues? Also ich habe einen gekochten Reiffisch gefunden. Was ist der Spruch? Isst niemals die Fühler. Aha. Okay. Warum? Keiner weiß es. Hier, Zyklop. Bauanleitung für einen Zyklop. Ich glaube, ich habe alle Teile. Kann das sein? Echt jetzt? Das ist ja cool. Dann wird das hier offiziell die Folge mit dem Zyklop. So scheint mir. Rettungskapsel 7, die habe ich nicht gefunden. Rettungskapsel 4, da war ich ja schon. Auftriebskapsel aktiviert. Kapsel befindet in der Nähe. Ne? Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich von mittlerer Backbordseite der Aurora. Ja gut, aber die 4, die habe ich ja gefunden. Die 4 habe ich gefunden. Die 6, die fehlt mir auch noch. Die könnte ich ja probieren, noch zu finden. Okay, erstmal versuche ich ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil ich habe von allem viel zu viel hier am Start. Alles ist voll. Ich muss auch was essen. Das ist das Nächste, was mir auf jeden Fall auch noch bevorsteht. Essen sollte jetzt aber eigentlich das kleinere Problem sein, denn ich habe allerhand am Start. Zum Beispiel hier einen gepökelten Glubscher. Und da haben wir nochmal einen. Na, ist doch toll. Und jetzt noch was trinken. Und schon bin ich wieder ready. Energiezelle. Das ist ja toll. Also, dann machen wir das hier mal. Ach so, wie ist denn das eigentlich hier mit meinem... Der hat nur noch 24% Energie. Kann ich denn jetzt... Ah, der braucht auch nur eine Batterie. Jetzt habe ich es irgendwie nicht getauscht. Ich wollte... Ah, verstehe. Ich meine, das hier wäre auch gut. Ich tausche mal kurz alle Batterien durch.
damit ich halt einfach sagen kann, gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig, das wäre noch wichtig. Was ist damit? 54. Ja, super. Genau, und jetzt gehe ich ganz kurz zu meiner Batterieladestation. Nehme die da mit. Die wollte ich mitnehmen. Genau. So, sehr schön. Alles läuft doch. Der lädt jetzt schön auf. Titan, Happa Happa. Was ist hier mit Happa Happa? Trinken, essen, ja. Bin ich versorgt? Dann Equipment. Ja, so eine Energiezelle dabei zu haben, ist bestimmt auch kein Fehler. Wo brauche ich denn die? Die brauche ich doch für mein... Für das Boot, oder? Okay. So, dann sortiere ich nochmal mich ganz kurz. Ah, oh, nee, hier doch nicht. Sondern hier. Ich wollte gerne das Silber und das Gold rausnehmen. Den Rubin machen wir dafür hier rein. Das gehört hier gar nicht hin. Sondern das gehört den Happa Happa. Also ihr seht, eine ganz spannende Folge mit ganz viel Sortiererei. Denn das Essen gehört zum Essen. Das Gold zum Gold und das Silber zum Silber. So. Und nach so viel Ordnung würde ich sagen, machen wir uns dann auf den Weg, so langsam, und schauen, was wir noch so alles kriegen können. Das machen wir noch da rein. Und den Rest ballern wir in unseren Gemischtwarenschrank. So, das scheint mir ganz gut zu sein so. Ich könnte jetzt ja auch mal wirklich versuchen, mit meiner Thermalklinge mir Essen zuzubereiten, weil so, wenn ich das alles richtig verstehe, reicht es ja jetzt vollkommen, wenn ich den Fisch einfach nur schief angucke. Hier, das könnte ich jetzt mal ausprobieren, mit dem Clubshot. Ja, wenn er denn hier bliebe. Hallo, Clubschi? Da. Aha! Jetzt habe ich ihn quasi direkt gekocht. Ja, kann ich ja gleich essen. Der ist verfault, den brauchen wir nicht mehr. So, das ist ja praktisch. Diese Sachen sich alle zu merken, finde ich relativ anspruchsvoll mittlerweile. Aber interessant. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ja gut, okay, dann muss ich ja wirklich nicht mehr permanent dauernd wegen jedem Dreck nach Hause, sondern kann ein bisschen gucken, was so geht. Prima. Also, muss ich mir merken. Muss ich mir merken. Was ist damit? Gibt es hier was Neues? Nein. Okay, alles klar. Ich würde vorschlagen, in dieser Episode probiere ich nochmal mein Glück, ob ich denn eins von diesen Pots finden kann, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt hatte. Und in der nächsten Episode bauen wir uns dann, falls möglich, bauen wir uns dann den Zyklopen. So, jetzt auf 100 Meter gesunken, geordnet in einem dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. 400 Meter west-nordwest. 100 Meter. Okay, heißt, wir fahren zu Rettungskapsel Nummer 4. Dahin. Au. Da fahren wir hin. Mal sehen, ob wir mit diesen ungefähren Koordinaten irgendwie mal irgendwo hinkommen. Ich bin ein bisschen am Zweifeln, weil jetzt diese... Das ist ja jetzt das Liveboot Nummer 6. Das Liveboot Nummer 7, das ich ja jetzt in der letzten Episode gesucht habe, habe ich ja mal gar nicht gefunden. Das scheint mir komisch. Auf der anderen Seite denke ich mir, mit all den Angaben, die wir so bekommen haben, müsste es eigentlich möglich sein, das Pod zu finden. Eigentlich schon. Nach meinem Verständnis. Aber gut. Jetzt probieren wir es halt.
machen wir nochmal die Probe aufs Exempel und dann in der nächsten Ausgabe. Boah, jetzt ist aber wirklich Nacht. Warum ist denn das so dunkel auf einmal? Okay. Also hier ist auf jeden Fall Livepod Nummer 4. Okay. Nordwesten. Also vielleicht so ungefähr hier. 400 Meter entfernt. Auf 100 Meter Tiefe. Jetzt bleiben wir erstmal ganz kurz hier oben. So. Nord-Nordwest. Das passt. Wie weit bin ich jetzt weg? 195 Meter. Ich habe quasi die halbe Strecke gemacht. Nord-Nordwest. So. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Nord-Nordwest. 363. Nord-Nordwest. Hier. 400 Meter. Jetzt bin ich halt schon ein bisschen arg weit. Außerdem hieß es doch irgendwie rot, rot, rot war doch so die Message. Oder? Dicht. Warte, nochmal. Ich lese mir das einfach nochmal durch. Hier. Auf 100 Meter gesunken. Dicht mit Rotgras bewachsenes Gebiet. 400 Meter west-nordwestlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen in die falsche Richtung abgedriftet. Ich hab gedacht, es sei nord-nordwestlich. Entschuldigung. Ja, dann suchen wir halt mal in der Richtung hier. Ich müsste ja eigentlich dann... Rotgras. Rotgras, natürliche Formation. Was ist das? Ich werde verrückt. Ich habe es gefunden. Das ist die Rettungskapsel Nummer 6. Tatsache. Basis. Aus Warnung. Ausschließlich Notenergie. Na toll. Schon wieder kein Strom. Ja toll, ich habe es gefunden, Leute. Ich bin... Also, ihr merkt es, ich bin ein bisschen überrascht. Aber tatsächlich, Rotgras. 100 Meter. Ja, die Richtung scheint ja auch irgendwie zu stimmen. Cool. Okay, ja, dann würde ich sagen, ab durch die Mitte. Schauen wir uns das doch mal an. Haha, ich war hier wirklich noch nicht. Tada! Gibt es hier irgendwas, was man mitnehmen könnte? Blei. Ein Brocken Blei. Mehr nicht, so scheint mir. Ja, cool. Rettungskapsel Nummer 6. Lass mich kurz ein Screenie machen. Screenie, Screenie, Screenie. So vielleicht, ha? Huh? Ja, das sieht gut aus. So, rein da. Welcome aboard, Captain. Rettungskapsel Nummer 6. Tatsächlich, ich habe sie gefunden. Ja, jetzt würde ich ganz gerne lesen, was da stand. Basisinstallation, Energiefahrzeuge, Seemotte. Baupläne, Fahrzeuge, kurze Hinweise, öffentliche Dokumente, das habe ich auch noch nicht gelesen. Mensch, ich habe noch so viel zu lesen. Fortschrittliche geologische Daten. Hä, was habe ich denn jetzt hier?
Was habe ich jetzt zu lesen bekommen? Hier, da ist es. Angestellte, was machen Sie da? Sie waren so lange weg, da dachte ich, Sie wären ertrunken. Ich versuche, mich auf mich aufmerksam zu machen. Das ist kein Leuchtsignal. Hören Sie auf, damit so rumzuwedeln. Sie erwischen die Treibstoffleitung. Bang. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Ja. Was war es denn, womit sie rumgewedelt hat? Liegt es jetzt hier irgendwo rum? Dieses Spiel ist so spannend und bietet so viele Rätsel. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich unfassbar viele Teile doppelt und dreifach finde. Ich glaube, das ist zwar normal und wahrscheinlich auch ganz gut. Aber das hier, Brückenfragment, das habe ich doch schon. Und das hier ist auch ein Brückenfragment, das habe ich auch schon. Komme ich halt wieder mit ganz schön viel Titan nach Hause. Ich verstehe nicht ganz die Message jetzt gerade. Also irgendwie ist ja offensichtlich die Rettungskapsel Nummer 6, die ich übrigens markieren sollte, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Die Rettungskapsel Nummer 6 wo ist hier? Signalboje. Die Rettungskapsel Nummer 6 zack hat ja wohl offensichtlich irgendwie ein recht dramatisches Ende gefunden. Und deswegen bin ich jetzt natürlich schon so ein bisschen erstaunt. Hat es jetzt geklappt? Ja. Bin ich ein bisschen erstaunt, dass ich hier jetzt irgendwie nichts finde, außer einem Klumpen Blei. Ah doch, hier. Hier. Leuchtfackel. War es das, womit sie gewedelt hat? Und dann hat sie die Treibstoffleitung erwischt und Game over. Würde irgendwie Sinn machen. Zumal ich ja links und rechts nichts weiteres mehr gefunden habe. Gut, aber zumindest können wir jetzt tatsächlich ganz offiziell die Rettungskapsel Nummer 6 abhaken. Die haben wir nämlich gefunden. Und hier ist auch sonst nichts mehr drumherum, wie mir scheint. Dann würde ich vorschlagen, sammle ich hier noch ein bisschen was ein. Wenn ich schon mal sehe, warum auch nicht. Und dann mache ich mich auf den Weg zurück, denn mich erwartet, da war ich doch auch schon mal in der Nähe, ne? Denn mich erwartet auf jeden Fall der Bau. Der Bau eines Zyklopen wartet auf mich. Wahrscheinlich ein bisschen größer, ein größeres Tauchboot. Es sieht so aus auf den Bildern. So ein richtiges U-Boot wäre natürlich schon auch geil, ne? So ein riesen Brocken, so ein Uschi. So mit einem Reaktorantrieb und so. Mit allem, was dazugehört. Hier doch irgendwas. Hier kann ich was scannen. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ah, ein Seemottenfragment. Na, das habe ich auch schon. Hier ist sie. Ja, sehr schön. Nee, war ja schon erfolgreich. Wie viel? Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Ah, da ist noch Platz. Da würde ich sammeln. Da würde ich sagen, ich sammle noch ein bisschen Ressourcen ein. Auf dem Weg Richtung Heimat. Gucke ich mal, was ich noch so finden kann. Und dann bauen wir uns in der nächsten Episode
einen Zyklopen. Ein Auge. War doch ein Zyklop, ne? So ein Riese in der Mythologie mit nur einem Auge. Aber für mich ist auch okay, wenn es einfach nur ein großes, riesengroßes U-Boot ist. Oder etwas in der Art. Wie viele Wracks hier mittlerweile erkannt werden, ne? Also der Scannerraum, der hat jetzt offensichtlich genügend Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, wo was ist. Und erkennt alles Mögliche. Leider kann ich die Wracks aber irgendwie offensichtlich auch nicht markieren. Also so nach dem Motto, da war ich schon, da war ich nicht. Wäre gut, wenn sie so in so einer Liste auftauchen würden, so wie die anderen Bestandteile des Spiels. Dann wüsste ich natürlich leichter, ob ich das schon gesehen habe oder nicht. Ich kann es jetzt mal probieren. Ich fahre jetzt einfach mal zu so einem Wrack. Ups, da ist das Wrack. War ich jetzt hier schon oder nicht? Wie kann ich das erkennen? Gut, wenn man was aufgeschweißt hätte, dann würde man es natürlich erkennen können. Ist es nicht so, dass die Türen, wo man reingehen kann, dass die ein bisschen anders aussehen? Ich hätte jetzt gedacht, dass keine der Türen, die ich jetzt hier sehen konnte, dass ich die aufmachen kann. Na, ich probiere es mal. Mal sehen, was geht. War es nicht so orange? Orange ist... Ah, hier. Ah, ich muss was reparieren. Ja, das kriege ich hin. Zack. Dann war ich hier noch nicht. Das ist schon mal gut. Dann machen wir das Türchen auf. Aha, dann nehmen wir die Taschenlampe, die ich nicht griffbereit habe. Taschenlampe, hallo. Hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Ist das so eine Box? Nein, ich denke mal, das ist eine Box. Da können wir was scannen. Machen wir. Seegleiterfragment, da toll. So, und sonst so? Was ist das? Aha. Wahrscheinlich die Ex-Freundin, aber ich kann mir das hier nicht mit nach Hause nehmen. Und auch sonst gibt es hier eigentlich... Ah, da gibt es wieder was, aber es ist schon wieder ein Seegleiterfragment. Ja, schon wieder ein Seegleiterfragment. Und hier nochmal eins. Also, da gab es jetzt mittlerweile schon genügend. Komme ich da irgendwo hin? Oh ja, aber das traue ich mich nicht. Ich glaube, ich sollte erstmal ganz kurz ein bisschen Luft holen. Ein bisschen Luft holen. So. Ich gehe dann auch mal ein bisschen näher, weil ihr habt es ja schon rausgefunden. Ich verliere sehr gerne die Orientierung hier unter Wasser. Fällt mir das alles gar nicht so leicht. Aber ich tauche einfach... Wow, ob ich hier nochmal rausfinde. Keinen blassen. Vor allem hier hat es jetzt irgendwie... Hat sich der Trip hier jetzt dann nicht so richtig gelohnt. Ne? Da, was ist das? Da hat es zwar was zum Scannen, aber ich komme nicht richtig ran. Scheiße. So vielleicht? Oh, ich fasse es nicht. Okay, dann zurück. Komme ich jetzt hier raus? Nein. Na toll. Also mit anderen Worten, hier jetzt eigentlich gar nichts. Null. Völlig umsonst hier rein. Ja, dann gucken wir mal, dass wir wieder rauskommen. Lalalala. Dann einmal hier und einmal da. Und jetzt hier. Ja, immerhin. Hat geklappt. So, und jetzt wäre es halt geil, man könnte das irgendwie markieren oder zumindest demarkieren und sagen, ja, ich war hier schon, vielen Dank. Aber das geht nicht. Ich kann mir jetzt eigentlich nur merken, aber schaut euch das mal an, wie soll ich mir das alles merken können? Hm. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Diese Degasi-Basis im Hintergrund, oh, da würde ich halt auch gerne hintauchen, aber...
Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe mich jetzt nur auf dieses Wrack konzentriert da unten. Aber ich kann es gerade nicht finden. Wo soll denn das sein? Das ist doch... Aber wahrscheinlich ist es die Degasi-Basis. Trotzdem sieht es alles super beeindruckend aus. Also ich bleib dabei. Mir gefällt das Spiel wahnsinnig gut. Aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Also es ist wirklich so. Das merkt ihr ja auch. Das merkt ihr ja auch. Es ist schon ein bisschen ein Zeitfresser. Aber dafür habt ihr ja mich. Ich spiel's. Ihr schaut zu. Auf die Art und Weise. Müsste schon nicht selber ran. So. Also irgendwie. Irgendwie ist die Degasi-Basis ganz nah. Ah, da ist ja wieder ein Wrack. Wieder ein Wrack. It's a wreck. Und wie komme ich da rein? Vielleicht durch die Tür. Mach auf, das Ding. So. Gibt es jetzt hier irgendwas Tolles zu entdecken? Vielleicht erstmal kurz ein bisschen Licht machen. So. Oh. Das ist ein Signalbojenfragment, das kenne ich schon. Ich nehme es trotzdem mit. So. Edgy-Badge. Kann ich da auch wieder irgendwo rein? Nein. Hier war ich doch auch schon mal, oder? Also, ist also wirklich, kommt mir alles ein bisschen sehr ähnlich vor. Nochmal ein Signalbojenfragment. Ich kann mich irgendwie dunkel dran erinnern. Oder ich habe zumindest das dunkle Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein. So. Aber egal. Zack. So, sehr schön. Signalbojenfragmente haben wir hier jede Menge. Wo sind die nächsten Wracks? Ich werde voll zum Wracktaucher jetzt, ne? Ich habe das jetzt lange Zeit eigentlich so ganz gekonnt ignoriert. Die ganzen Signale, die der Scannerraum so produziert. Jetzt aber interessiert es mich plötzlich. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Moment, um einen Cut zu machen. Dann können wir nämlich in der nächsten Episode gemeinsam das Ganze noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben, schauen uns vielleicht noch ein, zwei Wracks an und gehen dann über zum Bau des Zyklopen. Also, in diesem Sinne, ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! We'll be right back.